Also wirklich erstmal wahre Geschichte zu Beginn. Das ist mir eben aufgefallen. Ich war auf Toilette und ich habe einfach zwei weiße Flecken auf meinem Hemd. An dem einen Tag, wo das nicht passieren sollte. Ich kann euch aber jeden Einzelnen hier beruhigen. Es ist nicht, was ihr denkt. Ich bin mir sicher, es ist Sperma. Von daher erstmal alles gut. Ich wollte mal mit einer Frage an euch hier reingehen. Und zwar, kennt mich denn jemand von Videos aus dem Internet? Vielleicht mal kurz klatschen. Wow. Ist erstmal unangenehm für die, die nicht geklatscht haben, aber ich finde es wirklich richtig schön zu sehen, dass so viele Leute noch auf YouPorn sind. Also wirklich, danke dafür. So, richtig schön. Ich mache Schwulenpornos, genau, seit 2 Jahren jetzt im Verein auch. Nein, Spaß. Ich mache TikTok-Videos, ist aber meine Eltern sind genauso wenig stolz auf mich. Also es ist wirklich gar kein Unterschied. Ich wollte einfach nur erzählen, dass ich TikToker bin, berühmt und reich. Das war mir wichtig als Einstieg, damit ihr mich kennenlernt. Ansonsten bin ich sehr, sehr braun, wie ihr seht. Hat es euch aufgefallen, ne? Direkt, ja, dachte, oh mein Gott, 50 Cent kommt. Nee, aber es ist wirklich so, bin sehr braun, weil ich war jetzt im Urlaub. Ich war schön eine Woche auf Malotze, Mallorca. Das war toll. Ich bin heute Morgen zurückgekommen. Also ihr müsst euch vorstellen, heute Nacht hatte ich noch meine eine Hand in einem vollgekotzten Sangria-Eimer. Und die andere hatte so einen Stift in der Hand. Das habe ich erst nicht verstanden. Und dann ist mir eingefallen, ah klar, ich wollte halt nachts so eine Petition unterschreiben, dass Laila unsere neue Nationalhymne wird. Daher kam das. Dann habe ich noch zwei wirklich tolle, tolle Abenteuer erlebt, und zwar im Flugzeug. Abenteuer 1, ich bin eingestiegen, laufe durch den Gang und habe mich richtig doll mit meinem Kopf an diesen Gepäckmoppets gestoßen. Also richtig doll, und es hat sau weh getan. Und dann tippt mich von hinten eine Person an, und es war so ein 75-jähriger kleiner Asiate. Und ich finde es gut, dass da schon gelacht wird, dass das ausreicht als Gag. Asiaten. Er war wirklich klein und hat mich so angeguckt, so. Und zeigt so oben auf das Gepäckfach und sagt: Achtung! Ja, ach was, du Teppich, Alter. Denkst du, bist bei SpongeBob? Das ist nicht hier Meerjungfrau, Mann und Blaubeerspube. Das Auge, ich kann das Flugzeug auch sehen. Also es ist für mich auch, ich sehe das Flugzeug. Und dann habe ich mir auch überlegt, hat der Internet Explorer im Kopf? Weil das ist so 3 Jahre später so die Rückmeldung gewesen. Ich war richtig wütend auf diesen kleinen Mann. Ich habe ihn nur nicht gehauen, weil er sehr viel stärker als ich aussah. Und dann er hat sich auf seinen Platz gesetzt, ich mich auf meinen. Das war Highlight Nummer 1. Highlight Nummer 2 war der Moment der Landung. Und ich nenne die Landung in dem deutschen Flugzeug auch gerne, das ist die Allmann Formel 1. Weil das Ding landet und dann geht's schon los. Alle sitzen mit dem Blick auf die Startlampe, mit ihrem Griff schon am Gurt. So ein Bernd, so ein Verrückter, der klimpert schon so ein bisschen. So. Alle warten nur darauf, dass sie endlich ihren scheiß Koffer aus dem Ding rausholen können. Und dann ist es immer das gleiche Bild, immer genau gleich. Alle sitzen, dann geht's ding, alle stehen auf und hängen so unterm Gepäckfach. Dadurch, dass das hier alles, was ihr euch ja gerade angeguckt habt, öffentlich-rechtlich finanziert ist, darf ich nichts Lustiges sagen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, abonniert einfach den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt was drunter, mir auch egal. Tschüss.